Hallöchen Leute und weiter geht es mit Pokémon Sonne. Im letzten Part haben wir Myla besiegt und sollen jetzt zum Hanoraano-Resort. Wo habe ich jetzt mein Taurus? Hier. Und da begeben wir uns jetzt schnurstracks hin. Oh ja. Denn hier ist jetzt nicht mehr der Bisbug-Typ. Juhu, neue Leute zum Ansprechen. Juhu, ich bin immer auf der Suche nach Spaß. Vielleicht sollte ich noch eine Inselwanderschaft machen. Das wäre ein unvergessliches Erlebnis. Aber doch nicht als... Ich denke, das wird man als elfjähriges Kind machen. Wie lange ist wohl dein letztes, deine letzte Inselwanderschaft her? Bestimmt sehr lange. Sehr, sehr lange. So, nein. Hier gibt es nichts. 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 Wow, da fliegt ein Pelipper. Ich will auch mal im Schnabel vom Pelipper rumgetragen werden. Was? Warum? Nein, das willst du nicht. Ist dieses Pelipper ein wildes Pokémon? Oder gehört es zu jemandem in diesem Hotel? Ich weiß es auch nicht. In Alola haben sich Menschen aus aller Welt niedergelassen, weshalb man hier auch ganz viele verschiedene Baustile findet. Oh, wie schön. So, wir doch mal schnell hier zur Seite. Ich weiß gerade nicht, wie spät es auf meinem 3DS ist, aber... Hier gibt es nämlich noch ein Zygarde-Teil. Und das gibt es, glaube ich, nur tagsüber. Das heißt, es müsste noch Tag in meinen 3DS sein. So. Ja, hier ist auch noch eins. Perfekt. So, was ich mich frage, wo ging es denn da weiter? Ich werde gleich schon mit Menschen sprechen. Ja, ja. Tue ich gleich. Was ist das denn hier auf dem Boden? Ist es dieses Sand-Pokémon? Weil ich will dieses Sandkasten-Pokémon haben. Stimmt, dann hätte ich noch ein Bodengeist-Pokémon. Ja, ja, ja. Ich will das Teil haben. Ich weiß nur nicht, ob es das hier gibt. Aber das will ich... Ja, das ist echt gut. Das ist gut. Lol, warte, Tarnung? Es... Okay... Tarnung lässt es also Sachen machen, sich in einen Typen verwandeln, je nachdem, wo es gerade ist. Also hier ist gerade auf dem Boden Sand, somit wird es zu einem Boden-Pokémon. Vorhin war es Typ Pflanzen, wahrscheinlich wegen Algen. Aber wo habe ich dagegen denn gekämpft gehabt? Im letzten oder vorletzten Part war das. Ich glaube so am Strand. Hey, warte, hier ist doch der Strand. Komm, hier tauchen jetzt so auch ein paar Sankabus auf. Ich glaube, sie heißen Sankabu. Ja, da ist eins. Ich baue dir ein Schloss. Ich werde es Schlösslein nennen. Schlösslein. Okay, Relaxo, du bist heute, ab heute, offiziell raus aus dem Team. Oder Huibu, das Schlossgespenst. Lol. Sankabu. Ist unseres. Relaxo erreicht Level 19. Oh. Das arme Relaxo. Wird heute ausgetauscht gegen Sankabu. Ich find's so geil, dass die Schippe dazugehört. Zu dem Teil. Die Schippe. Ja, wie geil. Der Groll eines verstorbenen Reisenden fuhr in einen Sandhügel, der in ein Kind gebaut hatte und brachte dieses Pokémon in die Welt. Ja, okay. Ich glaube, ich baue dir ein Schloss. Klappt nicht. Dadurch, dass es weiblich ist. Lol. Schloss. Hä? Schlösslein. Schlösslein. Hier ist das nicht ein schöner Name. Lol. Falsche Taste. Ist das nicht ein schöner Name? Wir haben nun ein Schlösslein. Und das kommt ins Team. Es tut mir echt leid, Relaxo. Du hast gute Arbeit geleistet. Schlösslein wird in deinem Team aufgenommen und Relaxo dahin. So, jetzt ist die Frage, wann entwickelt sich Schlösslein und wie lange brauche ich damit... Ja, damit es sich überhaupt entwickelt. Lol, taucht da ein Pokémon auf, ohne dass man Surfer, angeln muss. Lol. So, aber jetzt können wir hier erstmal weiterlesen, reden. Glänzender Schweiß,
Glitschiger Schleim, das macht den Hanno-Hanno-Strand aus. Hey, wir suchen dringend noch neue Gufa-Schleuderer. Hast du vielleicht Interesse an einem Nebenjob? Was? Was genau muss ich denn machen? Ich bin Rettungsschwimmer an Hanno-Hanno-Strand und damit verantwortlich für das Wohlergehen unserer Gäste. Die Sache ist die, wir haben hier ein kleines Gufa-Problem. Ich weiß zwar nicht warum, aber sie werden in Scharen am Strand gespült. Doch wir können sie da nicht einfach liegen lassen. Nicht nur, dass die Gufa austrocknen würden, Badegäste könnten aus Versehen auch drauftreten und sich wehtun. Es muss sich also jemand wieder zurück ins Meer schleudern. Ganz einfach, ich erkläre dir mal im Stichpunkten, wie diese Arbeit vonstatten geht. Schritt 1, ein Gufa fangen. Das Gufa ins Meer schleudern. Mir Bescheid sagen, wenn du alle Gufa zurück ins Meer geschleudert hast. Also, ja, warum nicht? Sieht so aus, als tummeln sich hier momentan 6 Gufa. Lol, 6. Da ist eins! Kann ich dagegen auch kämpfen? Ich will dagegen auch kämpfen. Lol, habt ihr das Pärchen gerade gehört? Das klang nicht sehr gut. Aber ich würde gegen eins kämpfen. Ich will eins fangen. Ich würde es Goofy nennen. Lol, das Geräusch. Ich würde es Goofy nennen. So, das waren 2. Das ist Nummer 3. Voll gegen die Wand geworfen, so wie ich da stehe. Geil. Okay, haben wir 3. Wahrscheinlich gilt der Strand auch als da. Hier ist noch ein Gufa. Hi, Gufa. Gufa? Das Geräusch ist so geil, dass man einfach mal ein Pokémon in die Hand nimmt und wirft, ja. Das finde ich schon ziemlich strange. Jo, wie viele Gufas habe ich denn schon? LOL, wo ist denn das andere? Gufa! Gufa! Wo bist du? Mein Freund! LOL, ist gerade dunkel geworden. Also haben wir es jetzt 18 Uhr wahrscheinlich auf meinem 3DS. LOL, wo ist denn das letzte Gufa? Hä? 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 Ihr wollt mich ver... Da! LOL, wie weit am Strand ist denn das denn angeblich gespürt worden? Weitwurf! Lol. Das war ein Weitwurf. Bravo, du bist ja schon fertig. Du hast alle Gufa am Strand wieder zurück ins Meer befördert. Und damit ist der Strand wieder sicher. Und die Gufa selbstverständlich auch. Ja, super. Man hat die Gufa einfach mal weggeworfen. 20.000. Was? Ich werde professioneller Gufa-Schleuderer. Ich werde professioneller Gufa-Schleuderer. Hier, das ist für dich. Du erhältst Sprudel. Besonders am Strand sollte man dafür sorgen, dass man immer gut hydriert ist. Denn sonst bekommt man Falten. Hier war doch noch einer. Hier. Ich bin ein Wassermann. Hm? Nein, nicht vom Sternzeichen, sondern weil ich das Meer so mag. Bei den Badegästen hier handelt es sich übrigens durchweg um kampflustige Trainer. Nimm dich also lieber in Acht. Du willst aber nicht kämpfen. Das ist hier so gepflegt, dass ich hier gepflegt faulenzen kann, verdanke ich meinen Nebenjob. Wenn du auch nach einem entspannten Job suchst, dann ist, kann ich dir das Gufa schleudern. Ja, hab schon 20.000 bekommen. Ist ziemlich geil. Los, Bismarck, wir machen jetzt mal den Strand sauber und nebenbei greifen wir noch die sandversteckte Items ab. Warte, was? Das finde ich aber nicht fair. Da will ich mitmachen. Items, Items. Wo seid ihr? Da. Da. Was? Da. Da, ich hab's. Perle, Perle. Warte, hier ist noch so eine Insel. Da will ich mal hin. Da gibt's bestimmt ein Item. Sag ich ja. Da gibt's ein Item. Aber... jetzt machen wir mal das, wozu wir eigentlich hier sind. Ich meine, kann ja gar nicht sein, dass ich hier die ganze Zeit nur irgendeinen Blödsinn mache. Ich meine, ich werfe hier nur Gufas rum. Gufa werfen. So geil. Nein. Wir gehen jetzt dahin, wo wir eigentlich hin sollten. Weswegen wir eigentlich hier sind. Warte, hier war nur noch eine Sache, mit der ich sprechen muss. Und zwar dieses Pikachu hier. Das ist Schuberts erster Urlaub in 3 Jahren. Er möchte sein Dasein als Star für eine Weile entkommen und... Hä? Schubert als Star? Warte, bist du das, das war ein weibliches Cosplay-Pikachu. Warte, kann ich das Cosplay-Pikachu nicht mit rüber tauschen? Das bleibt in Oras. Oh, das macht mich traurig.
Einmal auf die Klingel gedrückt und schon bin ich da. Der Page zur Stelle. Hierzulande begrüßen und verabschieden wir uns mit einem kräftigen Alola und wünschen unserem Gegenüber so den Segen der Sonne und des Mondes. Im warmen Klima von Alola fühlt sich nichts besser an als eine kühle Meeresbrise. Spürst du, wie sie dich umweht? Oh, Alola, hier bin ich geboren, hier bin ich zu Hause. Willkommen, fühl auch du dich wie zu Hause. Trigger! Du willst also mit mir reden, mein Freund? Da bist du ja. Meine Güte, wie unhöflich von mir. Ich sollte mich zunächst mal vorstellen. Mein Name ist Fabian. Mann, weißt du, ich dachte immer, wenn sie mal einen Fabian als Charakter einbauen, wird das ein cooler Charakter. Und denn es ist so einer mit Fliegenbrille, der so aussieht wie selbst ein Insekt. Ich habe dir doch neulich versprochen, dass ich dir etwas Großartiges zeigen würde, nicht? Damit meine ich das Aether Paradise. Das Aether Paradise ist eine künstliche Insel, errichtet inmitten des Meeres von Alola. Sie dient als Zufluchtsort für alle Pokémon, ein sicherer Hafen sozusagen. Ich möchte beweisen, dass ich ein Erwachsener bin, der sein Versprechen hält. Du wirst also mit zum Aether Paradise kommen, oder? Ja, okay. Gut, dann folge mir bitte. Das Aether Paradise ist ein überwältigender Ort. Wartet, nimmt mich mit! Nanu, die Inselkönigin Myla verabschiedet euch höchstpersönlich? Ich kümmere mich um alle Trainer auf Inselwanderschaft. Sie sind für mich wie meine Kinder. Nicht, dass ich selbst welche hätte. Hört zu, ihr beiden. Messen solltet ihr euch nur an euch selbst und vertraut den Pokémon an eurer Seite. Was ist mit dir, Professor? Ich habe noch eine Menge andere Dinge zu tun. Aber werft ihr doch für mich einen Blick auf die berühmte Technologie der Aether Foundation. Ah, genau. Unser nächster Treffpunkt. Ich warte im Mahile Ziergarten auf der Insel Ula Ula auf euch. Es wird Zeit, Akala hinter uns zu lassen. Aber keine Sorge, wir können ja jederzeit wieder hierher zurückkehren. Nun gut, ich bin mir sicher, die Überfahrt vergeht auf so ein Schiff wie im Flug. Und mit so einem Schiff meine ich nichts Geringeres als eine Fähre. Natürlich muss ihr Schiff komplett anders aussehen als die anderen Schiffe. Ist ja klar. Einfach unglaublich, dass so ein Haufen Eisen einfach auf dem Wasser schwimmen kann. Wusstest du, dass Pokémon dafür verantwortlich sind? Wirklich? Du willst mich verarschen. Nee, aber wäre cool, oder? Würde schon sagen. Oh Junge, ich bin so auf das Aether Paradise gespannt. Ah, Tali. Er guckt einfach mal gefühlslos. Das finde ich voll traurig. Ich bin doch nicht gefühlslos. Oh, das sieht voll süß aus. Ja, auf zur kleinen Insel. Aether Paradise! Das Aether Paradise! Die Musik, die macht mir irgendwie schon ein bisschen Angst. Oh lol, das Hypno. Vor allem das macht mir Angst. Hier gibt es zu viele Hypnos. Ein Mogelbaum. Da wären wir, ihr beiden. Das ist das Aether Paradise. Mogel, Mogel, Mangunia. Weg sind sie. Das Aether Paradise dient dem Schutz und Erhalt von Pokémon. Dafür nutzen wir die neueste Technologie. Zum Erhalt und Schutz von Pokémon arbeiten wir im Untergeschoss an der Entwicklung neuer Pokébälle. Jedoch kann man im Aether Paradise selbst keine Pokébälle einsetzen. Wir senden Störwellen aus, die ihre Funktion blockieren. Fabian! Nein, nein, nein! Würdest du mich bitte nicht mit meinem Namen ansprechen? Ich habe nicht umsonst einen Titel. Jeder soll wissen, wie wichtig ich bin. Aber selbstverständlich, Herr Regionalleiter. Ich werde unsere Bemühungen zum Schutz der Pokémon auf Akala mit der Präsidentin besprechen. Führe du derweil diese Kinder herum und bringe sie dann zur Präsidentin, ja? Schleimbolzen. Ich mag ihn nicht. Nicht zumal er auch noch meinen Namen trägt. Huh. Cap Tali, herzlich willkommen. Ich bin Pia. Alola.
Moment mal, du kennst unsere Namen? Unser Personal hat mir von den Ereignissen auf Akala berichtet. Zum Beispiel, dass ihr beiden uns dabei geholfen habt, Pokémon zu beschützen. Dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Also gut, begeben wir uns zum Eingang im oberen Stockwerk. Wollen wir den Aufzug nehmen? Es geht aufwärts! Wechselt wir! Lol, ein Pokémon, was es nicht bei mir in der Edition gibt, dieses Doran-Ukan oder so? Das ist der Eingangsbereich. An der Rezeption hier könnt ihr eure Pokémon heilen lassen. Pikachu und Rockruff! Cap, Tali, ihr zwei seid auf der Inselwanderschaft, um Champ zu werden. Gehe ich dann recht in der Annahme, dass ihr 11 Jahre alt seid? Das stimmt. Ja, wenn man 11 Jahre alt ist, kann man auf Inselwanderschaft gehen. Ich habe meine angefangen, weil ich irgendwann mal gegen meinen Opi gewinnen will, wenn er alles gibt. Verstehe. Wenn man in euren Alter kommt, muss man selbst entscheiden, ob man reif genug dafür ist, auf Reisen zu gehen. Schließlich ist ein Trainer für seine Pokémon so etwas wie ein Elternteil. Cap, Tali, wir fahren weiter nach oben, zur Schutzzone. Los geht's! Es gibt also 3 Etagen hier. Interessant. Das ist die sogenannte Schutzzone. Hier sind wahrscheinlich überall Pokémon. Zum Schutz der Pokémon ist der Einsatz von Pokébällen im Ether Paradise verboten. Das ist ja wie ein Naturschutzgebiet! Hier bieten wir all den Pokémon Zuflucht, auf die es Team Skull abgesehen hat. Manche Pokémon müssen beschützt werden, zum Beispiel Corazon. Sie sind bedroht, weil sie von Pokémon namens Agrostella angegriffen werden. Ich lese euch aus meinem Pokédex vor. Agrostella kriecht mit seinen 12 Beinen über dem Meeresboden. Es hinterlässt oft etliche Überreste von Corazon. Alter, wie mies! Opi hat mir mal gesagt, dass es in der Natur ziemlich brutal zugehen kann. Aber kann die Ether Foundation überhaupt alle Pokémon beschützen? Eine gute Frage. Wir wollen schließlich auch nicht das natürliche Gleichgewicht zerstören. Es ist schwer zu sagen, wie weit der Mensch in die Natur eingreifen darf. Die Ether Foundation ist echt der Wahnsinn, aber eins frage ich mich immer noch. Warum habt ihr euch ausgerechnet in der Alola-Region niedergelassen? Wer weiß, unsere Präsidentin ist schwer zu durchschauen. Man weiß nie, was in ihr vorgeht. Sie heißt übrigens Samantha und hält sich hier in der Schutzzone auf. Ihr solltet ihr auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Ich will aber hier noch weiter nach unten gehen. Ich will hier noch Sachen in Erfahrung bringen, Items vielleicht finden. Das wäre, glaube ich, ziemlich von Vorteil. Aber anscheinend darf ich hier nicht weiter. Halt! Unbefugten ist der Zutritt verboten. Ich wiederhole, unbefugten ist der Zutritt verboten. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Mehr erfährst du nicht von mir. Okay, okay. Bleiben Sie ruhig, locker, entspannt, geschält. Auf zur Anlegestelle. Dann zum Eingang. Ich will halt jede Stelle besuchen gehen. So, das hier ist die Anlegestelle. Gucken wir mal nach. Was gibt es denn hier so Schönes? Hier gibt es Items? 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 Überall Items? Siehst du nicht, dass ich hier arbeite? Husch, husch, das ist gefährlich hier. Oh, lol. Darf ich hier nichts begutachten? Muss doch irgendwo was sein. Dieser Pier gehört zum Ether Paradise. Wohin möchtest du? Ich will hier bleiben. Das Ether Paradise? Tja. Das Ether Paradise ist ein Konglomerat aus großen Blöcken, die ein riesiges schwebenden Konstrukt ergeben. Man könnte sagen, es handelt sich dabei um eine neue Insel, die auf Alolas Wellen treibt. Mach oh mal! Komm schon, hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Items sein. Ha, sag ich ja! Ein Sonderbonbon!
Wir haben nicht nur Fähren, wir nutzen auch Frachtschiffe Schiffe zum Transport von Gütern. Wir waren früher auch schon in Marea tätig, aber damit, dass wir uns am Trainer und ihre verlaufenden Pokémon kümmern, war irgendwann erstmal Schluss. Warte, wir waren früher auch schon in Marea. Meinen Sie Marea City? Weil Marea City wäre doch aber eigentlich eine Stadt in Einall. Oder? Ah, der lässt mich hier durch, oder was? Das ist unlogisch. Gibt's hier hinten etwas? Nee. Och man, und ich bin ganz umsonst nach hier hinten gelatscht. Ständig mischt sich Team Skull ein und behindert uns dabei, Pokémon zu beschützen. Die nerven wirklich ganz gewaltig. Dinge, die man ohnehin nicht ändern kann, vergisst man am besten schnell wieder. Das ist der Schlüssel zum Glück. Okay, hier gab es also nur ein Sonderbonbon. Ich meine, das ist mir auch recht. Zum Eingang. Den Eingang müssen wir noch absuchen. Alles klar. Hier am Eingang, hier kann man seine Pokémon heilen lassen. Willkommen im Aether Paradise. Die Pokémon-Schutzzone befindet sich im Obergeschoss. Tut mir leid, dass ich mich hier aus der Ferne einmische, aber da hat leider nur befugtes Personal Zutritt. Okay, das ist traurig. Das heißt, da oben darf ich auch wahrscheinlich nicht lang. Die Präsidentin ist ein guter Mensch. Sie lädt junge Trainer wie mich, die sich auf Inselwanderschaft befinden, hierher ein. Fängt ein gutmütiger Trainer ein Pokémon und trainiert es ganz fleißig, dann dient das auch dem Schutz der Pokémon. Wir sind hier, um mehr über die Arbeitsweise der Aether Foundation zu lernen. Die Zielsetzung ist schon mal eine andere als die der Safari-Zone von Fuxania City. Aber die Safari-Zone ist doch auch toll. Stimmt, hier gibt's... Gibt es hier eine Safari-Zone? Die Lauchstangen, die Porenta immer bei sich trägt, werden wohl auch in anderen Regionen exportiert. Hier gönn dir doch auch eine Lauchstange. Hä? Wirklich? Gibt es hier keine Safari-Zone? In anderen Regionen soll es wohl immer weniger Porenta geben, weil dort nicht genügend Lauchstangen wachsen. Halt! Unbefugte haben hier keinen Zutritt. Oh Mann, ich bin ja hier ziemlich eingeschränkt, meine Freunde. Ihr vertraut mir hier anscheinend nicht. Okay, auf zur Schutzzone. Ich muss übrigens mal meine Haare machen. Mann, und ich war in Conny City. Da hätte ich meine Haare machen können. Verdammt. Hier sind auch ein paar Pokémon, denen von Team Sky Schlimmes zugesetzt wurde. Mogelbaum ist ein Pokémon, das sich als Baum tarnt, um sich zu schützen. Aber wäre es nicht besser, wenn es sich hier wie ein Baum aus Alola tarnen würde? Alola-Mogelbaum im nächsten Pokémon-Spiel confirmed? Nein, das wäre much. Das wäre too much, denke ich zumindest. So, gucken wir mal hier hoch. Aber ich will nicht nach da oben, ich will nämlich hier ein bisschen rumgucken. Viele vermuten ja, dass es sich bei Starmie, ein Pokémon der Kategorie Mysteriös, in Wahrheit um einen Stern von Nachthimmel handeln könnte, der einfach seine Gestalt verändert hat. Was, wenn die Pokémon uns bloß benutzen, damit wir uns um sie kümmern? Tja, das sind so Gedanken, die mir ab und zu kommen. Wenn Pokémon sich entwickeln, ändert sich ihre Gestalt. Es gibt auch Pokémon-Arten, die durch einen Formwechsel zwischen verschiedenen Gestalten und Fähigkeiten wechseln können. Die Regionalform unterscheidet sich jedoch offenbar von der Formwechsel. Okay, gut, hier geht's wohl nicht mehr weiter. Durch euch darf ich auch nicht. Die Pokémon in den PC-Boxen kann man auch in hunderten von Jahren noch einsetzen. Die sind also eine Art Zeitmaschine. Ich habe gehört, dass die PC-Boxen von jemandem namens Bill aus der Kanto-Region entwickelt wurde. Er soll richtig verrückt nach Pokémon sein. Warte, was? Die Pokémon in den PC-Boxen kann man auch in 100 Jahren von... LOL, das heißt, wenn ich 100 Jahre alt bin, Leute... Ich werde euch auf meinen YouTube-Kanal, falls es YouTube da noch geben sollte, diesen Speicherstand hier nochmal zeigen. Ein Tag später, also 100 Jahre und einen Tag später, wenn das Spiel erschienen ist, kann man die PC-Pokémon-Boxen nicht mehr benutzen. Habt ihr gehört?
Wie die Regionalform entstehen konnten, das lässt sich ganz leicht erklären. Wer lang genug Urlaub in der Sonne macht, holt sich irgendwann einen Sonnenbrand. Ich glaube, die Regionalformen sind auf ganz ähnlicher Weise entstanden. Regionalformen sind Sonnenbrandformen. Alles klar. Wie geil. Oh, wem haben wir denn da? Meine süßen, geliebten Pokémon. Ich werde immer dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Ich beschütze euch mit meiner Liebe. Nanu? Cap und Tali, ich heiße euch im Aether Paradise willkommen, der Privatinsel der Aether Foundation. Ich bin Samantha, die Präsidentin der Foundation. Es freut mich wirklich sehr, euch endlich kennenzulernen. Ich bin froh, dass es Menschen wie euch gibt, die auf ihrer Inselwanderschaft mehr über Pokémon erfahren wollen. Bedauerlicherweise gibt es auch schreckliche, egoistische Menschen, die Pokémon ohne Rücksicht auf deren Wohlbefinden dafür einsetzen, Profit zu machen. Aber genug deswegen bin ich ja hier. Ich schlüpfe für die Pokémon in die Rolle einer Mutter und überschütte sie mit meiner Liebe. Selbst Pokémon aus fernen Welten, fernab der Alola-Region, sind meiner Liebe würdig. Wow, Samantha, was du alles machst, Präsidentin solch einer großen Organisation und das, obwohl du noch so jung bist. Nicht doch, Tali, mir so zu schmeicheln. Das verzeih ich dir sogar, Da verzeih ich dir sogar das Duzen. Ich bin schon über 40, musst du wissen. LOL! Guter Will. Ich hätte das jetzt aber auch nicht gedacht, Tali. Im Ernst jetzt? Jetzt sei doch nicht so schockiert. Ein guter Look kann eben Wunder wirken. Bei der Gelegenheit, Tali, dein Outfit könnte durchaus etwas peppiger sein, wenn ich das mal so anmerken darf. Wenn du möchtest, kann ich dir gerne mal bei einem Einkaufsbummel beraten. Ich weiß nicht. Dein Stil ist schon ziemlich speziell. Lili steht das sicher total, aber mir? Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Überlass das alles einfach mir. Kinder wären ohnehin viel zufriedener und glücklicher, wenn sie auf das hören würden, was Erwachsene ihnen sagen. Hä? Was ist das? Wie die einfach noch weiter lächeln. Diese Erschütterung, kam das aus dem Untergeschoss? Oh, er zeigt mal Gesicht. Eine Ultrapforte. Lilly? Lilly, bist du's? Du, kommst du aus einer anderen Welt? Fiep. Samantha, sei vorsichtig. Irgendwas stimmt mit dem Ding nicht. Du arme Kreatur. Dieses Loch und dieses Pokémon. Was hat das nur alles zu bedeuten? Du arme Kreatur. Cap, kannst du das Ding vielleicht ablenken und in einem Kampf verwickeln? Dann kümmere ich mich so lange um Samantha. Fiep. Okay. Kämpfen wir gegen ein Pokémon oder eine Ultrabestie, was so aussieht wie Lilly. So, die Verteidigung steigt stark. Gegen Arrow. Okay, kämpfen wir gegen Fragezeichen. Also der Name ist nicht mehr bekannt. Okay, es kann Giftschock. Also es ist schon mal von Typ Gift. Und es tut mir sehr dolle weh. Rasierblatt! Okay. Da passiert wohl nichts.
Ich glaube, hier darf ich kein Pokémon fangen, ne? Da war doch was mit dem nicht fangen. Bestien Boost! Oh, verdammt. Jetzt ist die Frage, was ich... Was könnte ich denn da am besten machen? So, Fischwarm wirkt erstmal. Siedewasser? Vielleicht kann ich es ja verbrennen. Es ist auf jeden Fall ziemlich schnell. Aber ich vergifte mich so lange noch nicht durch Giftschock. Oh, das zieht viel ab. Gut, Lusardin. Ja, und eine Verbrennung. Wie geil. So, Bälle kann ich nicht werfen, oder? Nee, in der Schutzzone. Ja, okay, gut. Hätte ja sein können, dass die Schutzzone hierfür jetzt sozusagen zugemacht wurde. Aber okay. Gut, nochmal ein Giftschock. Und nochmal ein Siedewasser. Und wir haben... Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen besiegt. Fieb. Fieb. Lol. Weg ist es. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen ist verschwunden. Ich hatte es schon befürchtet. Wir brauchen wohl doch das Kleine. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass es entführt wird. Hm? Was meinst du damit, Samantha? Was ihr eben gesehen habt, war eine Ultra-Bestie. Ein Wesen aus einer unbekannten Dimension, das durch eine Ultrapforte zu uns stieß. Es muss verängstigt gewesen sein. Immerhin wurde es ohne Vorwarnung in unsere ihm völlig unbekannte Welt gebracht. Ich muss ihm helfen, ihm mit bedingungsloser Liebe begegnen. Ihr beiden, ich danke euch. Pia, wir sollten nicht vergessen, dass unsere beiden Gäste eigentlich auf Inselwanderschaft sind, richtig? Bringen Sie bitte zur nächsten Insel. Natürlich. Ich werde nachsehen, ob meine geliebten Pokémon allesamt wohl auf sind. Außerdem muss ich noch mit Fabian reden. Ich hoffe, er kann mir erklären, was da unten vorgefallen ist. Oh, das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Ich sollte schnellstmöglich alles in die Wege leiten, damit meine Elsa Foundation in der Lage ist, auch Ultrabestien in ihrer Obhut zu nehmen. Wie Sie wünschen. Dann werde ich euch mal nach Ula Ula bringen. Tschüssi. Die war schon sehr strange, Leute. Findet ihr nicht auch? Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Ultrapforte sehen würde. Das muss ich unbedingt Professor Burnett erzählen. Ja, dieser Unfall, oder wie man es nennen will, mir fehlen leider die Worte, aber ich bin froh, dass ihr es so positiv seht. Es war wirklich schön, euch beide getroffen zu haben. Hier ein kleines Andenken an den heutigen Tag. Ein Malasada und eine TM. Ja, er freut sich schon auf das Malasada. Wow, ein Maxi-Malasada, danke! Findet ihr nicht auch, dass dass leckere Sachen noch besser schmecken, wenn man sie teilt? Ja, ich weiß, was du meinst. Nichts geht über eine leckere Mahlzeit, die man sich mit lieben Menschen teilen kann. Ach ja, Cap, das hier ist für dich die TM Psychokinese. Wir haben Psychokinese erhalten. Johohoho. Ich hoffe, ihr erlebt noch viele weitere tolle Abenteuer auf eurer Inselwanderschaft. Bis dann. Das hoffen wir auch. Vielen Dank, Pia. Puh. Was werden unsere Helden in der nächsten Folge erleben, wenn sie in Ula Ula kommen? Auf Ula Ula ankommen. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Pokémon Sonne. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Das jetzt könnt ihr auch, glaube ich, alleine lesen.